So, hallo zusammen. Ich zeige euch heute mal ein paar Apps, die ihr hier als Tourist in Thailand auf jeden Fall braucht. Die machen euch hier das Leben einfacher und spart euch auch eine Menge Geld. Also aufpassen, was jetzt kommt. Es wird interessant für euch. Als erstes braucht man hier in Thailand die Line App. Und zwar ist das eine App, das ist ein Messenger, der funktioniert genauso wie WhatsApp zum Beispiel in Deutschland. Und das ist hier ein absolutes Muss, weil hier in Thailand wird ausschließlich über diese Line-App kommuniziert. Man kann auch in jedem Geschäft QR-Codes scannen über diese Line-App und bekommt dann Informationen oder auch Sonderangebote über eben diese Geschäfte, je nachdem, was die gerade im Angebot haben. Also diese Line-App hier ist das absolute Kommunikationsmittel und ist auf jeden Fall Pflicht für jeden, der sich hier in Thailand aufhält. Als nächstes haben wir hier die Eatigo App. Das ist eine App über sehr, sehr viele Restaurants hier in Gesamt-Thailand, die da drinnen gelistet sind. Und über diese App bekommt man auch Rabatte von diesen jeweiligen Restaurants. Das ist immer etwas zeitabhängig, wann und wie viel Rabatt man bekommt. Aber man kann dadurch auf jeden Fall eine Menge Geld sparen, wenn man diese App benutzt. Je nach Restaurant und der Uhrzeit kann man hier zwischen 10% und 50% sparen und das ist schon eine ganze Menge, was eben die Urlaubskasse auch auf jeden Fall schont. Als nächstes haben wir die App vom 7-Eleven. 7-Eleven sind so kleine Einkaufsläden mit einer wirklich riesigen Auswahl. Also man bekommt aus jedem Bereich etwas, ob das jetzt Handyzubehör ist, Kaffee, etwas zu essen, Zigaretten, wer möchte, Alkohol, sämtliche Getränke, Wasser, Chips, alles Mögliche gibt es in diesen Läden. Die haben auch 24 Stunden am Tag geöffnet. Und über diese App, wenn man da für mindestens 100 Baht etwas bestellt, dann ist die Lieferung auch kostenfrei. 100 Baht sind ungefähr so 2,50 Euro, 2,60 Euro. Wie gesagt, dann ist die Lieferung kostenfrei. Und die bringen das also direkt nach Hause oder eben ins Hotel. Das einzige Manko daran ist, dass man über diese App keine Zigaretten und keinen Alkohol kaufen kann. Aber ansonsten steht einem das gesamte Sortiment vom 7-Eleven eben offen. Als nächstes geht es um Lieferdienste und zwar um Lieferdienste für Essen. Da gibt es hier in Thailand drei verschiedene Apps. Und zwar einmal Foodpanda, einmal die Grab-App und einmal Lineman. So, die Grab-App zeige ich euch hier jetzt. Hier kann man verschiedene Sachen auswählen. Hier kann man einmal Food auswählen, also für die Essenslieferung. Aber man kann natürlich auch über diese App, über diesen Punkt hier, ein Taxi rufen. Wenn man das Taxi ruft, dann kann man den Ort angeben, wo man hin möchte in dieser App und den Standort, wo man sich befindet, zieht die App sich einfach über das GPS-Signal. Und danach kann man dann aussuchen, das erscheint denn hier, mit was man fahren möchte. Mit einem großen Auto, mit einem kleineren Auto oder eben mit einem Motorrad. Das tippt man dann an und der jeweilige Fahrer nimmt den Auftrag dann an und kommt euch dann abholen. Das Schöne an dieser App ist, dass man hier sofort sieht, was eben der Fahrpreis ist, also wie viel es eben kostet. Und man kann da eben nicht bei betrogen werden. Ich will nicht sagen, dass das die Taxifahrer unbedingt machen, aber naja, der eine oder andere fährt vielleicht zweimal um den Block rum. Und was mit dieser Grab-App hier eben nicht passieren kann, weil man den Fahrpreis sieht. Und da kann es euch dann eben einfach egal sein, ob er jetzt zweimal um den Block fährt oder noch einen kleinen Umweg macht oder sonst irgendwas, weil der Fahrpreis ist in dem Fall fest. Die beiden anderen Apps wie Foodpanda oder auch Lineman funktionieren da ähnlich. Also der Aufbau ist der gleiche. Ich kann jetzt auch nicht wirklich sagen, naja, welche App davon jetzt vielleicht besser ist oder schlechter ist. Das nimmt sich also wirklich nicht viel. Aber was jetzt den Transport betrifft, das bietet eben diese Grab-App inklusive an. Und damit bin ich immer wirklich ganz gut gefahren. Die Bolt-App ist nur eine reine Transport-App, wo man sich eben ein Taxi bestellen kann. Funktioniert aber das gleiche so wie bei Grab. Man kann eben das Taxi ordern, über GPS den Standort mitteilen und sagen, wo man hin möchte. Und dann zeigt die App auch schon den Fahrpreis an.
So, die nächste App, die wir haben, ist die App Klook. Klook ist eine App hier in Thailand, wo man sämtliche Sachen, Events oder auch Ausflüge buchen kann. Die haben immer sehr gute Preise, die haben eine Bestpreisgarantie und man kriegt auch sein Geld zurück, wenn eben irgendwas dazwischen kommt und man verhindert ist oder sonst irgendwas. Also das ist bei dieser App überhaupt kein Problem. Die haben also wirklich sehr gute Angebote, die man sich hier anschauen kann und auch über die App natürlich buchen kann. So, als letztes haben wir jetzt noch die App Google Lens. Google Lens ist wirklich eine fantastische App. Wenn man diese App jetzt hier öffnet, dann kann man hier auch auf seine Kamera zugreifen. Wenn ich das jetzt zum Beispiel über einen Brief oder ein Preisschild halte, dann kann ich hier unten auswählen, übersetzen und Google Lens erkennt die Sprache und übersetzt es dann eben in meine Sprache oder die Sprache, die ich eben gerne haben möchte. Und dann kann ich auch dieses Schild eben ganz einfach lesen. Also diese App ist sehr, sehr hilfreich, egal ob das jetzt im Supermarkt ist oder eben beim 7-Eleven, wenn da irgendwas ausgeschildert, ausgepreist ist oder auf der Straße irgendwelche Schilder zu lesen. Einfach kurz diese App Google Lens draufhalten. Und schon kann man lesen, was auf diesen Schildern eben steht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es waren einige nützliche Sachen für euch dabei, die ihr für euren nächsten Urlaub hier in Thailand eben benutzen könnt und die ihr vielleicht auch anwenden könnt und somit mit Sicherheit auch eine Menge Geld spart. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Thank you.